So, wir beginnen mal unseren Walkthrough mit einem Gang vom Parkhaus. Hallo, ich bin da. So, alles kostenfreie Parkplätze. Hat auch eine super ÖPNV-Anbindung. Jetzt gucken wir mal, guck mal hier. Wir kommen auch direkt rein. Gar kein Problem. So, einer der vielen Seiteneingänge. Was haben wir hier? P und C. Ah, das ist genau die Mitte. Und wir wollen mal gucken, zur Galeria Kaufhof, glaube ich. Oder Karsche Galeria heißt es ja. Da ist die obere Etage. Wir haben hier im Zentrum immer zwei Etagen. Ist auch relativ schwer jetzt. Hier ist die untere. Gibt aber viele Rolltreppen. Gibt auch teilweise Aufzüge für mobilitätseingeschränkte Personen. Sehr gut. Ja, wir gehen mal die obere Etage ab. Ein bisschen. Ne? Hier, viele Leute erkennen mich mit meinem zweistelligen Follower-Bereich. Niedriger zweistelliger Follower-Bereich. Hier gibt es so Moonshine. Ja? Und deswegen gucken die alle so ein bisschen überrascht. Hier kann man sich auch mal einen Kaffee gönnen für, ich weiß es nicht, 4 Euro oder so. Wenn man sagt, Mensch, ich glaube, ich muss da lang, aber ich gehe so, ja. So ein Kaffee für 4 Euro, warum nicht? Naja, gibt ja auch diesen Kaffee, der von Meerkatzen oder so ausgeschieden wird. Der kostet übrigens die Tasse, habe ich mal gehört, so um die 9 Euro. Der beste Kaffee ganz am Rande ist übrigens Jamaican Blue Mountain. Oh, habe ich mich erschrocken. Und ihr seht ja, hier ist wieder ein anderer Gang, wo es zu den Parkplätzen geht. Also die gibt es tatsächlich überall. New Balance. Unten wieder ein Starbucks. Starbucks, das ist wie Subway früher. Da gab es echt überall Subways. Mittlerweile gibt es überall Starbucks. Starbucks. Haribo Shop hatte ich ja letztes Mal etwas ausführlicher gezeigt. Und hier unten, das ist so American Candies. Der ist eigentlich mal sehr beliebt. Frühstücksflocken und irgendwelche Twinkies und so ein Zeug. Aber ich glaube, diese Flocken, die waren relativ teuer. Die haben, glaube ich, irgendwie 8 Euro oder so gekostet. Ja, der dunkle Lord. Jetzt gehen wir hier mal rein. Dann machen wir aus. So, weiter geht's. Guck mal hier, die habe ich umgetauscht bekommen. Schöne Nerf Gun mit ein paar extra Munition. So, hier im Galeria Karstadt ist somit das einzige Spielzeuggeschäft übrigens im Zentrum. Also wenn ihr Spielzeug sucht, es gibt ja kein Smith Toy Superstore oder ähnliches. Es gibt so gesehen nur ein Galeria Kaufhof mit der Spielzeugabteilung. Ja gut, es gibt auch einen Primark, wie heißt das? TK Maxx. Da gibt es auch noch dann ein bisschen Spielwaren, aber halt relativ wenig. Ne? Bei TK Maxx muss halt Glück haben. Hier ist Bäcker und jetzt gehen wir runter zum Food Court. Ja, alles klar? So, hier, das ist die, früher hieß das Coca-Cola Oase. Ich weiß nicht, wie das heute heißt. Das benennt sich auch immer wieder um. So, das ist hier so der Food Court. Aber der ist wirklich ganz gut, weil hier gibt es ein Five Guys, was äußerst selten ist. Und hier, das ist Dunkin' Donuts. Da könnt ihr natürlich hingehen, wenn ihr einen Baustoffvertrag, den ihr auflösen könnt. Dann kann man sich auch mal vielleicht so eine 6er Box Donuts leisten.
Ja, sonst seht ihr das übliche Nordsee ist hier. Relativ viele Döner-Geschäfte. Also das Barbecue hier hinten irgendwie, das ist tatsächlich türkische Barbecue. Hier gibt es auch so ein bisschen was an Spiele. Geht vielleicht auch so in Richtung Spielzeug. Also so ein bisschen in Richtung hier Schalke. Nächstes Jahr wieder erste Liga. Hier so ein bisschen was aus dem Kohlenpott hier aus der Region. Ah, guck mal, hier sind die amerikanischen Candies. So. Guck mal hier. American Soda. Alles dabei. Twinkies. Twizzles. Der Haribo Store. Und hier hinten. Übrigens Fossil. Auch ganz gut. Ja. Ganz guter Kundenservice. Wenn man mal eine Batterie wechseln möchte, dann geht das erstes hier hin, also von eurer Fossiluhr. Dann machen die das fertig und dann, wenn ihr fertig seid mit eurem Einkauf. Hier ist immer eine lange Schlange bei JD Sneaker. Wenn ihr dann fertig seid mit eurem Einkauf, dann geht ihr dann wieder hier hin und dann habt ihr eine neue Uhr, beziehungsweise eine neue Batterie drin. Okay. Aber sonst halt die üblichen Geschäfte, die man so kennt. Huawei dürfte noch für den einen oder anderen ganz interessant sein. Hier bei Urban Outfitters, da hinten durch in dem Laden ist übrigens so eine Fotobox. Für, ich glaube, 5 Euro oder so. Aber das ist ganz cool. Da kann man halt irgendwie ein paar Passbilder machen. Hier kann man auch kostenlos was trinken. Da kann man ein paar Passbilder machen und das ist halt ein ganz lustiger Gag in dem Sinne. Meine Kette. Kennt ihr den Witz? Sag mal, wo ist denn die Kette? Was für eine Kette? Mit der ich dich durch den Dreck gezogen habe. Hier gibt es Topgolf. Das ist ganz neu in Oberhausen. Ich glaube, das ist sogar das erste Topgolf in ganz Deutschland. Ah, da hinten, das muss ich euch zeigen. Das ist so ein Donutladen. Da gibt es auch ein Video zu einem Donut. In meinem Donut-Video gibt es ein Video dazu, ganz genau. Der ist ganz gut. Also wenn ihr da seid, geht lieber zu dem da hinten. Ne? Hier, das ist ganz lecker. Da kostet der Donut ungefähr, je nachdem wie viel man holt, 2 Euro. Aber die kosten alle 2 Euro. Ne? Das ist ganz, ganz gut. Flashy Donuts. Kann man ganz gut machen. Und hier noch ein Dyson-Staubsauger. Hier nochmal schön die Donuts. Lecker. So, jetzt geht's aber zurück zum Auto. Ja, sonst, wie gesagt, das ist halt wie jeder andere Shopping Mall, mehr oder weniger. Die ist besser. Zentrum muss man sagen, ist besser. Man kann hier kostenfrei parken, man hat eine super Verkehrsanbindung, es gibt eine tolle Promenade, es gibt ein Aquarium, es gibt ein Tiger Jump, also irgendwie Tiger Jump ist ja so eine Schlupfburg, so eine Trampolin-Geschichte. Überall gibt es hier Orte zum Verweilen mit tatsächlich USB-Steckdosen und normalen Steckdosen. Also ganz gut gemacht. Aber von der eigentlichen Mall jetzt mal das Aquarium mal außen vor und das Schwimmbad, was super ist, wo es bald bei mir zu gehen wird, mal außen vor, ist das Besondere natürlich. Schöne Architektur auch, ne? Muss man sagen. Sind natürlich die kostenfreien, massig vorhandenen Parkplätze das Besondere. Ja, und an besonderen Läden halten Five Guys ist ganz cool. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Klamottenexperte, ob es hier 3, 4, 5 Läden gab oder Ladenläden, wie auch immer, von denen ihr sagt, Mensch, das ist ja, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja einzigartig in Deutschland. Glaube ich jetzt nicht. Aber sind schon ein paar coole Sachen dabei. So, guck mal, zeig mir nochmal hier die Karte. Alles klar? So. Seht das ja, ich weiß nicht, wie viele Geschäfte das hier sind. Alles Mögliche dabei. Mode, Accessoires, Outdoor, Sport, Dienstleistungen. BVB ist da, Schalke, Bayern. Alles da. Und immer wieder Events.
Grill-Event. 23.06. bis 2.07. So. Und wie gesagt, für alle auch Aufzugsmöglichkeiten. So. Wir fahren jetzt mal zurück nach Hause.